Übrigens, du hattest ja letztes Mal das Problem, dass du kein Hydrogen mehr hattest, ne? Also kein Fuel mehr, so richtig. So. Ja. Das ist aber nicht schlimm, solange du nicht im Afterburner fliegst und in der Atmosphäre rumgurkst, also solange du im All bist und ganz normal fliegst, ohne Afterburner zu drücken, lädt er sich wieder auf. Also das heißt, du Lädt sich auf. verreckst eigentlich nicht wirklich. Das Einzige, was wirklich leer wird, wo man darauf achten muss, ist der Quantum Fuel, dass du halt weitere Sprünge machen kannst. Da kann es halt sein, dass du wirklich dann irgendwo strandest. Aber deinen normalen Sprit, sag ich mal, dein Hydrogen Fuel, so heißt er, glaube ich, der lädt sich eigentlich immer wieder auf. Das ist dann die Schiffe filtern praktisch so Partikelchen im Weltall und die werden in Treibstoff umgewandelt. Krass. Ja, genau. Nur wenn du ständig mit Afterburner fliegst, dann geht der runter. Also dann verbraucht man den wirklich. Und braucht man den für den Quantumsprung? Ja. Nee, ein Quantum Fuel ist was anderes. Das ist ein extra Treibstoff. Und der geht halt wirklich leer. Der lädt sich auch nicht auf. Den musst du halt nachtanken. Ne? Also es kann halt sein, dass du irgendwo mit deinem Quantum Fuel strandest, wenn du nicht aufpasst. Also normalerweise sagt er dir das von der Reise, dass du halt nicht genug hast. Aber es kann auch sein, dass du sagst, nee, komm, mach ich trotzdem. Und dann bist du irgendwo gestrandet im Verse und dann kannst du aber immer noch mit deinem normalen Sprit wegfliegen. Aber dauert halt ewig. Ne? Hast du die Okay. Geschütztürme schon ausgeschaltet? Oder haben sie dich wieder ausgeschaltet? Liegst du schon wieder auf dem Rücken? Nee, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was da passiert ist. Habe ich aus Versehen irgendwie alles ausgeschaltet oder was? Die haben ein EMP losgeschickt. Ja, gibt's das? Gibt's ja, aber nicht da an den Stationen. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt Schiffe, die haben EMPs. Oh, hier, da ist einer. Ach nee, Da das bist sind du. keine Geschütztürme. Ja, die bauen sich erstmal wieder auf wahrscheinlich. Das dauert wieder ein bisschen. Das ist halt dieses Object-Container-Streaming, ne? Das dauert halt immer so ein bisschen, bis sie dann spawnen. Aber das wird alles besser. Ich fliege jetzt hier mal ein bisschen rum. Drehe ich mich mal. Dann komme ich ein bisschen flacher ran. Aha, jetzt schießt da irgendwas. So, haben wir es erledigt. Ja, kannst aufhören. Komm. Oh, da hinten geht die Sonne auf. Geil. So, ich glaube, hier ist. Doch, sieht gut aus. Eine sehr, sehr gute Landung. Sehr gut. Ich glaube, ich kann auch hier. Eigentlich muss ich gar nicht hier hinten lang gehen. Eigentlich kann ich auch, glaube ich, an der Seite aussteigen. Also, Macht der Gewohnheit. Oh, hier, der Boden sieht ja auch geil aus, ne? So schönes, schöne Geflechte hier unten. Geil. Lecker. Bist gelandet? Jo, ich komme. Supi. So, hier, wir erleben hier gleich übrigens einen fantastischen Sonnenaufgang. Guck dir das mal an. Das sieht doch mega geil aus, oder? So. Wo bist du? Drin. Ach ja, schon drin. So ist. So, ich ziehe mir, glaube ich, meine Rüstung an. Ist mir zu gefährlich, da als Zivilist einfach hier rumzustehen.
Das mache ich nicht mit. Eigentlich, ich habe vorhin aufgesammelt, aber wenn ich jetzt in mein Mobiglas gucke. Du hast was aufgesammelt? Eine Waffe. Und wenn ich jetzt immer in mein Mobiglas gehe und dann auf Weapons. Wenn du eine Waffe aufsammelst, dann schmeißt du die andere weg, wenn du sie in der Hand hattest. Wie ehrlich ist? Ja. Egal, komm, Handfeuerwaffe und los geht's. Die können doch nichts, die Jungs hier. Das ist doch. Die sind doch hohl. Ist das so? Ja, klar. Dumm, dumm wie ein Damenstrumpf. So, und wie gesagt, wenn du da keine Moon mehr drin hast, dann ziehst du halt deine Waffe. Die ziehst du mit 1. Links sicher. Schock. Ich kann ja mal andersrum laufen und denkst dann, ich bin einer von denen. Ja, dann verliere ich meine Munition. Ja, und mich verlierst du auch. Wahrscheinlich sind die oben hier. Hier. Ja, genau. Alter! Ach Gott! Mann, ey, du machst mich fertig! Oh, wie siehst du aus? Ja, ich hab doch gesagt, ich hab mich umgezogen. Gott. Ist wie beim Paintball-Spiel. Ja, ich bleib einfach hinter dir. Also hinter dir, der Typ bin ich, ja? Steht hier überhaupt irgendwas, wen du killen musst? Wieder 8 oder wie? 4. 4, okay. Das ist ein bisschen weniger. Ich guck mal hier hinten, ob die hier sind. Ich glaube, hier hinten sind die nicht. Kannst du weitergehen? Stimmt. Ich guck mal hier hin. Ich inspiziere währenddessen den Serverraum. Also ich komme jetzt zurück, ja? Ja. Immer noch keinen gesehen? Nee. Gibt's doch nicht. Wo lungern die denn rum? Das bin ich hier übrigens, ne? Mhm. Keiner da? Nee. Merkwürdig. Dann musst du wieder runter. Aber vielleicht sind die auch nicht da. Keine Ahnung. Naja, es geht ja hier auch noch weiter, ne? Ist das so? Ja. Serverpod. Nee, da ist nichts. Da war ich schon. Okay. Nee, hier ist keiner. Aber es steht 4 Stück eben noch. 4 von 4? Ja. Vielleicht glitschen die gerade da irgendwo rum. Ja, oder es ist einfach buggy. Vielleicht haben sie die einfach, oder die haben sich schon verpisst. Haben gesehen hier, oh Scheiße. Da kommen, Simon und Sitko. Ja. Das dynamische Duo. Genau. Oder ich weiß, wie es war.
Der eine hat gesehen, wie du mich angeschossen hast und dachte, Alter, die sind total irre. Lass mal abhauen. Die sind ja total durch. Die sind ja voll verrückt. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen, du. Das kann nicht sein. Wir müssen ja hier sein. Nee. Ja, doch. Nee, nee, wir haben, sind überall durch. Es ist nichts mehr hier. Ja, aber es steht ja 4 von 4. Ja, das ist eine Alpha, ja. Alter. Die sind dann halt einfach nicht gespawnt, ne? Wieso gespawnt? Wir müssen immer hier sein. Wir müssen immer hier sein. Nicht erst spawnen. Nee, hier ist keiner. Komm, können los. Das ist vergebene Liebesmühe, wenn man jetzt hier noch rumhängt. Lebensmüde. Vergebene Lebensmüde. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich jetzt. Echt ehrlich. Das ist ja doof. Voll. Und wäre extra hergeflogen. Ja. So, komm mal. Wieder raus. Schönen Sonneneingang, Aufgang gesehen. Hier. Ja, das ist sehr schön. Hier unten, da, wo ich bin. Ja, ich komme. Hier. Komm. Ja, ich komme, ja. Wir hier schon alles genau? Ja, ja, auf jeden Fall. Believe me. Auch hier unten schon. Jo. Oh, ist das denn hier? Wo? Ist gerade irgendwie ein gruseliges Symbol vor mir aufgetaucht. Du. Da, hier waren wir noch nicht. Doch, hier ist der Aufzug. Mist. Ist drauf? Mhm. Vielleicht draußen? Ja, das wäre cool, aber leider auch nicht. Du kannst natürlich nochmal runterfahren, in der Hoffnung, dass sie jetzt spawnen, aber ich glaube, ich glaube, da kommt nichts. Boah, das sieht ja krass aus jetzt. Geil, oder? Ja. Auch hinten mit dem Nebel und so. Ja. Schon fett. Oh, ich muss mir mal wieder was anderes anziehen. Diese Helmsilhouette. An und dann den und den. So. Ganz geil hier mit den Steinen und so. Und hier sind sogar Reifenspuren. Cool. Was sind so, sieht aus wie so Salzablagerungen oder sowas, ne? Und das wird auch alles noch überarbeitet, ne? Also das ist jetzt so total, das sieht jetzt noch total grob aus. Da kommen noch irgendwelche Schatten, Schattierungseffekte rüber, Shader und so ein Zeug. Alter, was jetzt? Da hat wer geschossen. Das sind wahrscheinlich die Geschütze, ne? Oh, da müssen wir, Geschütze. Die sich wieder hier despawnen. Da müssen wir uns beeilen, weil die, Was war das denn? Brennt doch. Es brennt und ist komplett zerstört. Okay. Ja, lass uns dann lieber trotzdem abhauen. Warum? Weil hier eh nichts mehr ist. Das könnten die sein. Nein, die sind unten. Vielleicht waren die das. Nein. Ich find's ja schön, dass du so viel Fantasie hier noch reinbringst, aber... Vielleicht sind die draußen. Das kann doch sein. Nein. Sind sie noch nicht. Ich glaube, das kommt alles noch. Das ist leider alles immer noch ein bisschen zu eindimensional. So, es ist eigentlich genau so. Na.
ist interessant, dass diese Materialien, die sie hier benutzt haben für den Boden, die leiern sich so übereinander. Wenn man so auf den Boden schaut, dann sieht das ein bisschen so aus, als würden die wie so Eis, als würde man über Eis laufen. Okay. Schau mal auf den Boden und lauf mal. Dann ist das so, als würde es da drunter eine Textur geben, wie den Oh. Was war das? Ah, das war ich. Ich hab mal so neben dich geschossen. Ey! Geil, oder? Okay. Was war das? Ja, das hört sich eigentlich nach Geschützen an. Man dürfte eigentlich, ist ja eins. Doch, ach ja, ja, das ist unten die Waffe, die da auf dem Boden liegt, die spinnt rum. Nein. Doch. Das Geschütz da, das ballert. Ja, ja, das ist die Waffe da unten, die da auf dem Boden liegt, siehst du die? Nein. Doch. Das ist oben auf dem Dach. Ja, das ist auch nur... Unten ballert es jetzt auch, oben auf dem Dach, das ist noch nicht zerstört. Doch, das ist nur, das ist ein Bug. Das sind die Waffen, die sind, die liegen daneben und ballern einfach. Ja, ja. Alle Dude. Wäre ganz geil, wenn man noch irgendwie Tanks hier noch abballern könnte, ne? Was ist denn das da für ein Grafikbug da vorne? Ja, auch irgendwie. Die Landschaft hier ist schon echt fett, ey. Muss ich echt sagen. Mhm. Vor allem die Hörsten hat ja echt mehrere Biome, ne? Also es ist halt, es gibt Wald und. Ja. Und Wald. Wüste und Steppe und. Ja, die ganzen Biome halt, ne? Berge. Was es halt so gibt, ne? Ja, genau. Du denn da? Jetzt erstmal hier hoch. So. So, und irgendwann gibt es halt, kannst du hier so richtig auf Entdeckungstour gehen, ne? Dann kannst du hier rumfliegen. Und interessante Orte suchen. So, dann kannst du deinen Scanner anmachen. So. Den machst du übrigens mit Tab an. Mhm. So, und dann kannst du hier die Oberfläche scannen. So, und dann sagt er dir irgendwann, ob du irgendwo interessante Sachen findest. So, dann, also dann findest du so interessante Sachen, sagen wir mal so. Hier ist da hinten zum Beispiel. Die Außenstation wird mir jetzt zum Beispiel schon angezeigt. So, und dann kann ich die scannen. Ah. Mhm. So, das ist schon ganz fett. So, komm, dann machen wir mal was anderes, oder? Dann fliegen wir mal hoch wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir mal ein paar Piraten jagen. Gibt's hier Wald, oder was? Hier nicht, aber es gibt... ja, Wald ist das nicht. Das ist so ein bisschen Busch und Bäume so. Also richtig dichter Wald, das kommt später. Das ist, Hurston ist halt ein Planet, der ist von der Hurston Family total runtergewirtschaftet und ausgebeutet worden. Deswegen ist hier kaum noch Leben. Wo bist denn du? Ich bin auf dem Weg hoch in die Atmosphäre. So, was haben wir denn hier noch? Wir können ja mal eine Bounty Hunter Mission machen, was hält denn davon? Richtig gut, oder? So, müssen wir mal gucken, ob es hier eine in der Nähe gibt. Mach mal, nimm mal die Wand. Hast du Bounty Hunter bei dir drin? Moment. Bei General?
General. Und die Hunter, ja. Genau, und dann nimm mal die Wanted Eisen Flannery. Mhm. Die ist hier auf jeden Fall, die ist von der Hurston Family. Die anderen weiß ich nicht genau. Also die gibt jetzt wenig Geld, aber mein Gott, egal. Hauptsache Spaß. Jo, jo. Hast du angenommen? Ja. Cool. So, ich nehme die auch mal an. Ich mache mit. So, und dann je nachdem, wer ihn erledigt, der bekommt dann die Kohle. Und wenn ich sie kriege, kriegst du halt zurück. Obwohl ich ja eigentlich fast weniger Geld als du. Durch meine verpatzte Liefermission. Aber dann sehe ich wenigstens, wo es hingeht. Mhm. So, wo müssen wir denn hin? Ah ja, nach Magda müssen wir. Moment. Halt, Mobiglas ist gerade echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, das switcht so rum, ne? Ja, es funktioniert auch nicht richtig. So, das ist nicht so. Irgendwie habe ich das Gefühl, also die 3.4.3 ist ja jetzt schon relativ lange auf den Servern. Also entweder die fummeln die ganze Zeit da drum, irgendwie. Oder die Server werden so nach und nach schlechter. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das alles so ein bisschen anstrengend. Woher weißt du, dass man Magda muss? Das ist bei mir jetzt aber nicht so. Moment. Das ist nicht bei Magda? Und, accepted. Steht bei dir oben Wanted Eisen Flannery? Eisenflannery. Ja. Eisenflannery, genau, und der müsste bei Magda sein. Find and neutralize Eisenflannery. So, das ist ja jetzt, wird ja jetzt getrackt, ne? Genau, und der Beacon, der sollte bei Magda sein. Zumindest ist er bei mir da. Bei dir müsste der auch da sein. Ja. Nö. Wo ist er denn dann? Nicht bei Magda. Nicht bei Magda. Also ich müsste ja jetzt Eisenflannery da. Genau. Also du müsstest halt da gucken, wo diese Raute ist. Also so eine. Ja, die Raute. Die ist bei mitten in den Hörsten. Ja, das sind wir. Ja, da ist auch die Raute. Ja, aber das sind wir. Da werden wir angezeigt. Du musst weiter rauszoomen. Dass du die Monde siehst. Ja. Sehe ich. Und da ist nirgendwo. Da steht nichts. Da steht nichts von Eisenflannery. Okay. Und wenn ich reinzoome, verschwindet's. Hm. Müsste doch angezeigt werden, oder? Also du sagst, es ist bei Magda, oder? Ja, komm zu mir, wir fliegen da jetzt hin. So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem Quantum Drive. Das Mobiglas, das verschwindet immer. Die Sternenkarte. Ja, ja, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Magda. Du bist ja auch da. Wo bist du? Wie lange brauchst du noch aus der Atmosphäre? Ich komme zu dir jetzt, ne? Ja. Wo
bist du denn? Ich bin... Ja, Moment. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Zitko, da ist er noch. Ja, oder? Da komme ich doch mal hin. Sehe ich irgendwie gar nicht mehr hier auf meinem Radar. Du musst hier umdrehen. Bin hinter dir. Ja, aber irgendwie kann ich dich nicht sehen. Ach, da oben bist du. Okay. Kommst du zu mir, oder? Ja. Mit 1160 Kilometer pro Stunde. So, und mal gucken, ob ich dich jetzt mitnehmen kann. Aber es ist schon komisch, dass du nicht in meinem Contract, hier in meinem Quantum Drive System auftauchst. Normalerweise wärst du rechts jetzt zu sehen. Aber wie gesagt, es kann auch echt sein, dass es einfach so ein bisschen dulle ist irgendwie. Ich komme dir mal entgegen, das dauert mir alles viel zu lange. Wie lang ist die Schussdistanz von so einem Ding? Ich habe gerade mal auf dich geschossen, aber ich glaube, das kommt nicht an. So, jetzt mal gucken, was jetzt funktioniert. Ui. Moment. Nee, aber du bist trotzdem nicht. Du traust trotzdem nicht da auf. Kannst du Magda mal spulen? Obwohl, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber mach's trotzdem mal. Ja. Hast du, oder? Moment. So, Magda. Aha. Nee, aber normalerweise wärst du rechts hier an meinem Quantum Drive System. Dann müssen wir extra springen, dann geht's irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weil du einen Crime Stat hast. Hab ich nicht. Ja, ich kann ja auch selber hin. Ja, ja, mach mal. Nur das andere ist ein bisschen geiler, dann kümmert sich der eine einfach um die Sprünge und der andere lässt sich mitziehen. So, ist ganz cool. So, das ist übrigens auch wieder einer der Monde, wo man echt wirklich einfach drauf kann und wieder richtig geil sich das Ganze, also sieht halt wieder komplett anders aus wie die anderen. Mhm. So, jetzt müssen wir zu OM6. So, und da fleucht der so rum, der Kollege. Mhm. Wo finde ich OM6? Beziehungsweise, warum sehe ich das? OM6 ist irgendwo um den Planeten. Das siehst du nicht im Mobiglas. Da musst du so gucken. Ach so. Ehrlich? Ja. Vielleicht drücke ich einfach mal B. Genau. Und dann musst du gucken, irgendwo um den Planeten. Ah, okay. Die OMs heißt Orbitmarker. Das sind praktisch feste Punkte um den Planeten, die praktisch sich nicht verändern. Die gehen mit der Umlaufbahn mit. Mhm. Die kannst du aber im Mobiglas nicht anwählen. So, der Typi, der ist jetzt in so einem Schrottfeld. Also da ist ein Asteroid wahrscheinlich mit einer Station zusammengekracht. Und da sind ganz viele Asteroidenbrocken und wo bist du denn? Ach da, kommst du oder? Ja, Moment.
Contact. What? So. Ich bin da kurz mal hingesprungen. Sehr gut. So, nu. Genau, und jetzt kommst du mir einfach hinterher. So, da ist du übrigens. Du bist jetzt hier nach unten runter. Da ist übrigens Hörsten. Geil, ne? Hörsten ist ganz klein da hinten, der rote. Na egal, genau. Du kommst jetzt einfach hier mit in dieses Asteroidenfeld. Oder beziehungsweise in dieses Trümmerfeld. Und da, wir können da eigentlich direkt hinspringen, ja? So, und da ist, taucht warum dann. Soll ich jetzt da taucht in jetzt, das Trümmerfeld? Weil da der Typi ist. Aha. Den siehst du halt noch nicht, weil du musst halt aufpassen, du darfst halt nirgendwo gegenfliegen, ne? Das macht dich sofort platt. Ist das so? Kann ich die Sachen auch wegballern? Nee, ich glaube noch nicht. Also ich weiß es aber gar nicht. Warte mal, wo ist er? Nee, das geht nicht. Die sind auch viel zu groß. Ja. Ist ja also, ich meine, es ist, als wenn du mit einer Pistole auf ein Stück Blech schießt, dann sind halt Löcher drin. Mhm. Na, und das ist halt richtig, da kannst du dir eher vorstellen, das ist, wenn du mit der Pistole auf ein Auto schießt. So, auch so geil, ne, wie Magda da im Hintergrund. Schon fett. So, dann machen wir den mal fertig, den Kollegen, würde ich sagen. Mhm. Hast du ihn schon? Nein. Ich sehe nur dich. Müsste aber gleich auftauchen, müsste Contact sagen. Da musst du T drücken, damit er das Target anvisiert. Shit! Wuhu! Ah ja. Eine Aurora Legionär. Ah, der bewegt sich wieder nicht. Der ist hier schon wieder, schwebt hier rum. Wow. Kommst du? Contact, jetzt. Oh, hell. Irgendwie ist mein Fadenkreuz ein bisschen dulle, ey. Sicher. Oh, hell. Ach, und das Ding soll ich da abknallen, oder was? Den Typi, genau. Boom. Das war's schon, oder was? Ist er platt? Nee. Ist wahrscheinlich nur was abgefallen. Hält aber wieder was aus, so. Mann, Mann, Mann. So, weg ist er. So, hast du was bekommen? Contract failed. Ah ja, dann hast du den wahrscheinlich platt gemacht. Ja, 1890. Hast du bekommen? Ja, super, ja. Cool. Cool. Da ist noch eine Raumstation. Nee, das ist keine Raumstation, das ist eine Station. Zerstörte Raumstation, die ist irgendwie mit diesem Asteroiden hier kollidiert. Krass, können wir da rein? Meinst du das Ding da vorne? Das da? Ja, das. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, da sind Trümmer. Also die Trümmer sind, glaube ich, zu klein, als dass man da rein kann. Glaube ich. Also, ich habe mir das jetzt selber auch noch nie so genau angeguckt. Aber ich finde, es sieht schon relativ groß aus, ne? Ja. Der Manaren. Aber das ist nur so ein Gravitationsring, glaube ich. Der hier. Ja. Da ist nichts zum Reingehen, glaube ich, würde ich sagen. Überall diese Javelin-Triebwerke, die hier rumfliegen. Ey. Nee, ich glaube, das ist nichts zum. Hier kannst du nicht rein. Können wir mal scannen. Hast du gescannt gerade? Nee, ne? Nee. Du hast gescannt, ne? Ja, hast gesehen? Ja. Irgendwas sagt er mir hier auf jeden Fall an.
Sag mal, müsste man da nicht drauf Levski. Landen können? Also da ist Levski. Mhm. Jojo. Sag mal, dieses Rad, das hat ja in der Mitte so eine Fläche. Müsste man da nicht eigentlich landen können? Du kannst da bestimmt landen, aber da hast du ja nichts von. Also so genauso kannst du jetzt auch eigentlich aus dem Schiff steigen und im EVA dahin fliegen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil da ist ja keine Gravitation. Das Schiff ist ja dann, wie gesagt, landet nicht richtig, genau. Nee, aber hier ist nichts weiter. Würde ich mal so sagen. Ich würde mal so behaupten. So ganz kühn. Aber nochmal gucken hier, ob es im Contract Manager noch was Feines gibt. Hier ist jo, noch was. Ich bin da drauf gelandet. Ja? Ja. Hier, komm, hier gibt es noch eine Mission. Wanted Parker Kruber Caprinari. Fährst ja auch hier irgendwo. Zeig, wo bist du? Ich bin in der Mitte von dem Ding. Aber du bist ja jetzt gelandet. Aber bist schon wieder abgehoben, oder? Ja, ich bin schon wieder abgehoben. Aber komm her, pass auf. Zeig's dir noch mal. Alter, wie weit ist denn der weg? Geh nochmal runter. Geil, wie diese Triebwerke hier so rumschwupseln. Theoretisch kann man da durchfliegen. So. Ja, ist krass, ne? Da sieht man mal erstmal, wie riesig das ist, wenn du da drauf landest. Ja? So ein kleiner Popelflitzer. Naja, so richtig landungsmäßig sieht das aber nicht aus. Es geht auch nicht richtig. Irgendwie geht's nicht richtig. So, ich guck mal, wo der andere Typ ist. Der ist hier, Areal. Müssen wir jetzt. Muss mal gucken, okay. Ob du den auch anwählen kannst, die Mission. Moment. Die heißt Wanted Parker Crowbar Kipriani. What? Personal? Bounty Hunter, General. Wanted Geld Melvin oder Pro Tem Bounty Contract? Habe ich da nur. Bounty. Ich habe nur unter Bounty Hunter Wanted Galt Belvin. Keine Ahnung. Ja. Mach mal dein Quantum Spool an jetzt. Drück mal B. Mhm. Ah, jetzt kann ich dich mitnehmen. Warte, lass mal. Jetzt baut er sich's auf und wenn ich jetzt drücke, müsstest du mitspringen. Ja. Und? Springst mit? Mhm. Oh, toll. Bist du jetzt hingesprungen? Areal. Nicht Helvetica? Nee. Ich will hier in Areal mal eine romantische Zeit verbringen, wenn du verstehst. Wir spielen ja hier auch ein PC-Spiel, ne? Ja, eben, genau. So, aber ich muss ja wieder springen. So, danach geht's OM2. Ich suche dich, ich finde dich auch. Comrades Aberdeen.
Du musst letztendlich musst du nach OM4 Areal. Mhm. OM6 habe ich schon mal gefunden. Ja, du kann sein, dass du nicht direkt nach OM4 springen kannst, was auf der anderen Seite liegt. Du musst dann erstmal OM6 oder OM2 oder sonst Cisco, was. Da bist du doch. Areal. Ja, ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. So, ich mach den jetzt platt. Weil du hast den ja eh nicht, ne? Nee. Ist wieder in so einem Schrottfeld hier. Ist natürlich jetzt auch noch kein Licht mehr da. Ist ganz doll. Ganz doll. Ganz doll. Der Avenger Stalker. Aha. Kriegen wir hin. Warum habe ich hier eigentlich keine Raketen? Sag mal. Da sind doch Raketen. Warum gehen die denn nicht? Mensch. Schalten. Ach ja. Mhm. Na logisch. Schießt eine schöne Rakete auf mich, ne? Der Sack. Alter, warum schießen jetzt so viele Raketen? Spinnt er oder? Well, this isn't so fun anymore. I bet you think you're so great, don't you? Boah, ich ruder hier aber auch ein zurecht, ne? Well, this isn't so fun anymore. Ja, ich muss echt mal. Echt schlimm. So great, don't you? Son of... Junge, 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 ey. Soll ich dir helfen? Nee, alles gut. Ich hab ihn erledigt, letztendlich. Ist irgendwie so dieser Mix aus gegimbelten Waffen und nicht gegimbelten Waffen, ne? Das ist irgendwie verrückt. So, gut. So, was machen wir jetzt? Wollen wir noch was machen, oder? Ich glaube, ich hau mich jetzt mal in meine Habitation. Ist das so? Hm. Na gut, dann können wir können das hier direkt hier machen. Ja? Ja. Pass auf, stehst auf einfach, ja? Obwohl, nee, du kannst das gar nicht. Ich kann das aber machen. Haha. Ich kann mich direkt hier hinten in meine Koje gehen. Und wenn du jetzt ein Bett hättest, dann könntest du das auch machen. Hab ich aber nicht. Hast du aber nicht, nee. So, aber ich kann mich hier schon mal verabschieden. Also, Freunde, wir haben ein paar Missionen gemacht, ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage über Intercom zu Simon, macht's gut, Simon, tschüss. Mach's gut, und schlaf gut. Ich verabschiede mich auch von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Sitko und der Simon. Ciao.